Dann ist GNTM auch immer noch da. Und wir fiebern eifrig mit. Wer wird wohl in diesem Jahr die 15 Sekunden Rom abgreifen? Ich habe keine Ahnung. Mir fehlt da aber so ein bisschen der Ehrgeiz in der Sendung. Also ich finde, einige Teilnehmer nehmen das zu sehr auf die leichte Schulter. Sagt man leichte Schulter? Leichte Kappe? Sagt man so, ne? Kann man so sagen. Und einigen reicht es sogar, dass sie sich einfach mal an Heidi schubbern können. Ich hatte Hautkontakt bei dem Shooting mit Heidi. Das war so krass. Also erstmal hier, also unter ihre Achseln und sie hatte ihren Arm auf meiner Brust. Was war, wo er? Unter ihrer Achsel? Das reicht dem? Wie es da wohl gerochen hat, ich schätze mal. Lecker. Ich war jahrelang, man kann schon fast sagen, jahrzehntelang großer GNTM-Fan. Nur irgendwann haben die angefangen, aus jedem Furz ein Riesendrama zu machen. Wie auch jetzt hier letzte Woche beim Wellenshooting. Die erste Welle, die hat halt schon sehr, sehr reingehauen. Ja, komm, Leute. Ey. Das ist doch keine Welle, das ist maximal eine Woge. So sieht das immer aus, wenn ich eine Arschbombe in Kinderbecken mache im Freibad im Sommer. Werden die auch weggespült und kommt bei der Pommesbude erst wieder raus. In Portugal surfen die Wellen, die 35 Meter hoch sind. Das sind Wellen, das ist nix. Vor allem, wenn die das schon umhaut, wie duscht die dann? Kommt die mit dem Wasser von oben überhaupt zurecht? Oh mein Gott, es hört nicht auf! Ah! Ja. So, Freunde, jetzt aber Spaß kurz beiseite. Es wird ernst. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es gibt den ersten, man kann sagen, handfesten TV-Skandal im deutschsprachigen Fernsehen. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Es fing eigentlich relativ harmlos an. Im ORF wurde gekocht und es gab lecker Fisch. Bis hierhin alles okay. Das ist ein Weißfisch. Jawohl. Was für einer? Dieser Frauennerfling. Okay. Und welche Fischer haben das gegessen? Früher alle, oder? Klassischerweise ist es zubereitet worden bei den Taubelhütten, bei den Taubelfischern, aus verschiedensten Weißfischen, die sie gefangen haben, ob Praxen, ob Nasen. Was ist an denen besonders? Ja, Sie fragen sich jetzt auch gerade, hä? Was ist denn da jetzt Besonderes? Sag ich Ihnen gerne. Der Fisch, den die da gebraten haben, das war nicht irgendein Fisch, sondern der vom Aussterben bedrohte Frauennerfling. Und das fanden die Tierschützer jetzt wohl nicht ganz so gut. ORF tischt geschützten Fisch auf. Ich habe mich sofort gefragt, Frauennerfling? Frauennerfling? Ich dachte, das ist der Spitzname von Olli Pocher. Ne, das ist ein Fisch, Wolfgang. Das ist ein Fisch. So, liebe Kinder, erstmal für zu Hause. Dem Fisch geht's gut. Ja, Sie haben ihn direkt nach dem Frittieren wieder ausgewildert. Der schwimmt irgendwo da draußen mit so einem kleinen Klecks Remoulade auf dem Kopf durch den Bach. Dem ORF war das natürlich sehr peinlich und man hat sich öffentlich entschuldigt, sehr gut, weil es da wohl zu einer Verwechslung gekommen war. Mhm. Denn lediglich den normalen Nervling darf man fangen und braten, nicht aber den Frauennervling. Das hier ist der normale Nervling, das hier der Frauennervling. Und hier muss man ja wirklich sagen, dass denen dieser Fehler passiert ist. Wie kann man diese beiden Fische verwechseln? Man sieht doch eindeutig, der Nervling, der schwimmt immer von links nach rechts. Und der Frauennervling immer von rechts nach links. Da muss man beim Angeln einfach mal ein bisschen drauf achten. Das verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Das hat auch was mit Respekt vor der Tierwelt zu tun. Dass man sich da einfach mal drauf vorbereitet. So, an alle anderen, die sich jetzt gerade schon aufs Rezept gefreut haben, die das nachkochen wollen, keine Sorge, der Frauennervling kann jederzeit durch ein anderes geschütztes Tier ersetzt werden. Wir empfehlen Delfin oder Schildkröte. Sehr lecker auch Nashorn. Kleiner Tipp nur hier, das Nashorn immer vorher pellen. Guten Appetit. Was ich aber nicht wusste, viele Fischarten sind vom Aussterben bedroht.
anders als Sie jetzt vielleicht denken, das liegt nicht nur am Menschen, nein, die haben auch noch ganz andere Probleme, nämlich die sehr späte Fortpflanzungszeit. Was wir wissen zum Beispiel, und das ist eine Zahl, die, die finde ich eigentlich auch sehr, sehr unglaublich, ist das. Also die weiblichen Haie werden erst geschlechtsreif mit etwa 150 Jahren. Mit 150 Jahren? Ja. Mit 100? Ah, Jopi Hees, das war so nah dran! Oh mein Gott! Was machen die Haie, bis sie 150 sind? Was machen sie denn da? Die spielen ja nicht Switch oder Playstation. Was machen die da? Also, kein Wunder, dass sie so aggressiv sind. Weißt du? Oh, ich bin erst 3. Stell dir mal vor, du wartest 150 Jahre, bis du endlich das erste Mal hast. Das würde denen bei Love Island nicht passieren, du. Die würden vorher platzen. Dann habe ich noch was Schönes in der Hessenschau entdeckt. Und zwar wurde da über die Wurstmeisterschaft berichtet. Gehen Sie dann nächstes Jahr hin. Tolle Veranstaltung. Und in der Jury, da wird jedes Jahr die beste Wurst prämiert. Dabei hat jetzt eine Jurorin verraten, worauf es bei einer Wurst ganz besonders ankommt. Wenn du es überreißt, wie viel hast du jetzt mal so angeschmeckt? Oh, ich glaube so 15, 20. Ja. Und dein Gesamteindruck? Sehr gut. Aber ich muss sagen, die allererste Wurst, die ich probiert habe, ist die beste. Das ist immer so. Beim Mann war das so. Bei der Wurst war das so, bei meinem Mann. Die erste Wurst, die man probiert, ist immer die beste. Und das war ja auch so bei ihrem Mann. Hoffentlich hat sie nicht abgebissen, sag ich mal so. Expertin hin oder her in Sachen Wurst vertraue ich nur ihm.